Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, wie ihr seht, ne, ging schnell. Da bin ich auch schon wieder hier, weil ich das hier so gerne mal probieren will. Davor will ich aber hier noch zwei Sachen zeigen, die so angesprochen worden sind. Ne? Der Erwin meinte, ey, pass mal auf, hier, den einen, ne? Den kannst du einfach so bergen, denn es ist deiner. Stimmt, ich dachte jetzt eigentlich, den meinst du, aber den habe ich komplett vergessen, wo wir hier durch den Moor sind. Weil bei denen, den müssen wir ja reparieren, das ist ja unsere Aufgabe. Hast du recht, den werden wir uns auf jeden Fall noch schnappen. Und der Tanker hier auf der anderen Karte, da hätte ich natürlich, ja, das meinte ich gegen Ende, hätte ich natürlich auch nachtanken können. Das wäre die clevere Variante gewesen. Da meinte der Stefan, hier bei denen haben wir eine neue Funktion, Federmodus ändern, Federungsmodus. Dann können wir hoch und runter. Wozu das denn noch gut ist, ist, denke ich mal, wenn wir durch tiefen Schlamm so machen. Und ich bin jetzt schon wieder hier, weil ich gebe nicht auf. Ich würde es gerne mal probieren. Der Abi meinte ja, ich bin vorne. Stefan hat sich ulkig gedacht anscheinend. Und der Erwi meinte, ich bin vorne. Wahrscheinlich bin ich irgendwo, war ich nicht mehr auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob er hier jetzt meint. Wahrscheinlich nicht. Ah, wahrscheinlich hier, ne? Guck mal, da war ich denn schon runter. Das darf jetzt nicht nochmal passieren, weil ich kann das euch zeigen. Und zwar hier, diese Kante hier, da bin ich wohl weggefallen. So wird das gewesen sein. So, wir werden jetzt hier erstmal rückwärts gangisieren machen. Möglichst gerade hier rüberkommen und nicht mehr so knapp. Das sieht gut aus. Dann haben wir den Weg schon mal gemeistert und dann ist das schon mal gut. So, das hier sieht auch noch. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Oh, das sieht aber jetzt auch schlimm aus, was da kommt. Das sieht richtig schlimm aus, weil da ist so in der Pudel, das hier, diese Rille. Das sieht mir sehr, sehr doof aus, ob würde ich da runterfallen. Also weder ich mache da breitbeinig drüber. Was mal, denke ich mal, Nummer 1 ist. Außer ich fahre jetzt gleich um. Ja, ich bin jetzt schon. Oh, ich lege mich jetzt schon hin. Oha. Jetzt ist schon hingelegt. Na, das wird ja dann schwierig, ne? Wenn ich jetzt sage, okay. Ja, ja. Büsche können wir ausreißen. Muss der jetzt rückwärts wieder raus hier irgendwie. Er kommt da aber. Achso. Er legt sich aber auch komplett zur Seite dann, ne? Also vorher, ich glaube, der Baum wird mir dann im Weg sein, ne? Jetzt liege ich auf denkbar ungünstiger Seite. Oh, nee, wa? Können wir natürlich probieren, dass der mich hier wieder rüberzieht. Okay. Aber wie soll das Ganze funktionieren, ne? Ich müsste ja jetzt. Der kippt ja jetzt schon um.
komme da durch diese Kuhle nicht durch, ne? Ist jetzt auch, weil mein Schwerpunkt viel zu tief ist. Also, ich müsste irgendwie erstmal den ganzen Weg zurück, ohne umzufallen. Ach. So ein Beklopptes, ne? Ja, das ist aber auch eine bekloppte Kacke. So, es regnet, es ist matschig, mir ist kalt, ich hab Angst. Ja, aber da fahre ich doch komplett wieder rein. Ich fahre nach Hause. Genug gesehen hier. Ist doch extrem schwierig, ne? Wenn ich jetzt sage, hier... Man will ja eh immer... Und der legt sich ja auch komplett lang, denn... Nee, das, also für das Auto ist das nicht gemacht hier. Weil ich kann ja da gar nicht lang. Ne? Ist ja nur nehmbar, ob ich, wenn ich jetzt hier im Hintergrund da lang machen würde, ob das denn gehen würde. Ne? Ach, jetzt. Jetzt ist er abgesoffen. Jetzt ist gänzlich vorbei. Ja, dann ist ja mal richtig geil. Gut, dann sage ich mal, ja, ist das natürlich ein richtig beschissener Weg. Jetzt hätte ich noch eine andere Variante wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die so geil ist, aber das hier oben ist natürlich ein bisschen blöd hier, ne? Also das ist ja hier so danach, diese Stelle. Und ich wüsste jetzt nicht, wenn wir sagen, wir wären jetzt hier so rumgefahren, ob das so richtig geil wäre. Aber wir können ja hier unten noch lang. Deswegen würde ich mal gucken, vielleicht ist der Weg ein bisschen schöner. Ich weiß ja noch nicht. Wir machen erstmal bis hier. Wir probieren uns einfach mal aus. Komm, Versuch macht klug. Ne? Also mit denen, der wankt natürlich da richtig viel rein. Das war ja ein Gefälle da. Ah, ich meinte ja schon, ne, bevor wir da das probiert haben, dass das ziemlich beschissen aussieht. Ja. Eigentlich fast unmöglich, aber ne. So ist es eben, Mann. Man muss ja trotzdem da irgendwie mal so ein bisschen... Hätte ja sein können, dass wir das so schaffen, aber der rutscht ja da komplett weg, ne? Jetzt ist ja nicht so, dass der da übelst Grip hatte und dann auch so blieb da, ne? So ein Panzer. Obwohl wir wahrscheinlich ein paar Tonnen wiegen, aber... Das hat jetzt da nichts ausgemacht. Wir sind da einfach... durchgerubbelt. Um die 7 Liter jetzt. Will ich mal echt jetzt nicht übertreiben. Ich bin mal mehr gespannt, ob wir jetzt den anderen Weg da meistern werden. Oder ob der... Oh Gott. Wir haben Rad kaputt immer. Welches? Oder vorne? Und wir müssen ja hier schon runter, ne? Moment, ich muss mir erstmal selber reparieren hier. Kofferraum, hier, Räder. Federung. Wie es war, das war jetzt nicht so clever, weil ich ja eigentlich auf eine Reparations-Dings komme. Ey, ich bin mal jetzt so gespannt, ey. Ich werde so einen abwärts machen hier. Oh Mist, ey.
Stell mal vor, du bist da echt spazieren und siehst den, ey. Du würdest denken, ey, was ist das für ein kranker Vieh? Warum fährt er denn da lang? So einen kleinen Fahrtweg, ey. Ich würde den ja für bekloppt erklären. Aber bisher hat geklappt, ne? Mit Angst, sehr viel Angst und Respekt. Aber es hat geklappt. Jetzt sie hier an diesen, ja, kommen wir noch vorbei, schälen uns nur ein bisschen die Karosserie auf, aber jetzt sind nicht so schlimm. Auch nicht schlecht, ey. Jetzt mal den übelsten Todesweg runter gemacht. Ja, ich glaube schon, so außenrum, klar, ne? Wenn du jetzt wirklich außenrum fährst, wird es wahrscheinlich in vielen Positionen denn wesentlich länger sein, aber wesentlich angenehmer auch zu fahren gehen. Ja, weiß ja nicht, er ist ja jetzt nicht so much anfällig, wenn man auch sagen können, okay. Wäre wohl mit denen auch gut gegangen, ne? Weil ich denke mal nicht, dass die Strecken hier für... Ach du Scheiße. Also hier werde ich jetzt, glaube ich, runterfallen. Okay. Ne, ich glaube, ich mache rüber. Mach einfach rüber. Nicht nachdenken, einfach rüber machen. Letztendlich, da kann ich den ja wirklich reparieren da, wenn ich natürlich jetzt was kaputt gemacht habe, ne? Was man nicht reparieren kann, also was ich jetzt zu wenig habe, dann wird es natürlich eine sehr tragische Nummer. Ich würde auch denken, jetzt... Ah, wäre ein geiles Bild, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Wenn ich jetzt so ein das Ufergebüsch, so ein Truck sehen würde, würde ich auf jeden Fall, ja, das mögen. So, ab in den Matschboden. Mal hier kippen wir jetzt in den um. Geht genauso vorwärts wie mit dem Lastgang. Naja, ab und zu ein bisschen schneller. Geile Sache. Wollen wir den Weg ja eigentlich nur fertig fahren. Sag mal, eher, wenn man das kleine Auto so vergleicht, haben wir uns ja richtig abgequält, hier lang zu machen, ne? Und er hier, der meistert das eigentlich relativ gut, ne? Der Matsch stört ihn jetzt nicht so doll. Jetzt wird er ein bisschen sacken bleiben. Aber hat jetzt nicht die größten Probleme damit. Ne, noch nicht. Krass, ey. Also durchhacken tut er sicher gut, ne? Für Reparaturen ist er echt gut zu gebrauchen. Nicht, dass ich da jetzt falsch fahren muss, ne? Ne, also geradeaus. Okay. So viel hört zu regnen? Nicht wirklich. Nein. Damit wir wenigstens diese Folge eine Mission noch lösen können, ne? Kann man ja auch nicht vergessen. Also klar will ich hier so eins nach dem anderen erst fertig machen. Jetzt hier nicht durcheinander springen mit der Mission. Ich wollte trotzdem mal auf die neue Karte da gucken. Was da so los ist, ne?
Sieht so aus wie nur Erforschung. Ich glaube, von Smallville gehen die ganzen Karten aus. Also Smallville wäre so ein Mittelpunkt und dann kommt so, wie heißt es, Blackwood oder wie auch immer, und die neue Karte. Die andere Karte geht dann auch aus. Also Dreh- und Angelpunkt ist Smallville. So, diesen Abschnitt mochten wir ja nicht mit den anderen zu fahren. Das werden wir hier mal trotzdem genüsslich irgendwie machen. Das scheint ja nicht so großartig zu stören. So, Goodie. Reva Rian, so, da drüben. Ne, nicht den, den hier. Da haben wir alles repariert. Geil, cool. Aufgabe fertig. Sehr schön. Das heißt, hier machen wir jetzt mal die Pumpe leer. Also der Weg nach unten ist wesentlich das freier als der Weg nach oben. Dann werden wir denen natürlich sagen, das kommen, wir fahren hier gleich den Weg hier nach unten lang. Vielleicht hier denn so rein. Und werden unser neues Fahrzeug abholen. Das wäre ja gar keine schlechte Idee, muss ich sagen. Wenn jetzt einer schreibt, da den Weg hätte ich vorhin geschafft, wo ich da tausendmal umgekippt bin, mit Federung-Einstellung, dann werde ich das beim nächsten Mal echt probieren. Ne? Könnt ihr euch aber Gift drauf nehmen. Ich werde jetzt auch mal das machen. Ne? So. Weil hier ist er so holperig, ne? So. Genau. So. Ob das jetzt anders ist hier. Wir immer noch so hin und her holpern. Oder ob das besser geht hier. Also wir springen auf jeden Fall nicht mehr so. Federung erhöhen ist ja nicht nur, dass das ganze höher sitzt, sondern dass wir auch ein bisschen, sag ich mal, die Unebenheiten ausgleichen können. Ich bin jetzt kein Autoprofi, aber das wäre so gedanklich meins. Alter Schwede. Alter Schwede, will ich hier rein? Angst hat er jetzt nicht. Also ich würde es ja geiler finden, wenn wir jetzt von hier vorne irgendwie das so ein bisschen. Okay. Ja, easy. Boah, das war ja... Halt mich fest, war das eine tiefe Sache. Das sieht hier auch lustig aus. Ich will hier noch rüber. Okay. Okay. Ah, wir sind vorne am Baum, hängen wir fest, ne? Wir haben den irgendwo in der Speichen, oder?
Wollte ich schon sagen, dass der jetzt hier mit dem bisschen Matcha ja nicht klarkommt, ist ja auch eigentlich ausgeschlossen. Da war wirklich das Ding wie in den Speichen. Sagen, ey, das muss ja jetzt wenigstens gegen Ende der Folge ein bisschen besser laufen, dass wir gleich noch da unser eigenes Fahrzeug kriegen. Und das wegbergen können. So, hier ab in die Rillen, ganz vorsichtig. Ja, 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 wir müssen immer in die Rillen rein. Achso, ne, das ist ja die Karte, wo wir hier durch den Matsch durchfahren müssen. Ja, dieser Kartenabschnitt. Weiß noch gar nicht. Hier, das geht ja noch relativ flauschig. Möchte ich fast sagen. Aber da, wo ich mich gemarkt habe, sieht es ein bisschen komisch aus. Will mal hier sehen. Ganz von oben beobachten. Also wenn ich jetzt sage, okay, hier ist schön. Mal lieber so am Baum bleiben. Ja, das, hier zieht der See auch noch gut durch. Zu viel Restbaum rum. Das ist nicht so gut. Okay. Also jetzt scheint aber hier, guck mal, wie schnell ich bin. Oh. Jetzt hier nicht so versacken, ne? Aber ich glaube, den haben wir. Yeah. Ba-bam, 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 ba-bam. Bisschen kaputt da hinten anscheinend. Moin. So, Truck wechseln. Den hier. Moin, mein Newster. Du bist aber eine relativ kleine Maschine, sieht so aus. Aber ist ja egal, ne? Dich werden wir erstmal bergen. Jetzt sieht er auch relativ neu schon aus. So. Ich weiß doch gar nicht, ob der gut ist, ne? Wir gucken mal so. Was kann der denn alles? Kann der denn schon... Guck mal hier, der kann bessere Motoren. Auch gehen wir hier S. S plus und B. Ja, gut. Ist klar. So, hier kann dann noch gar nichts. Reifen. Ja, da kann er alles Mögliche hier schon haben. Ne? Die Offroad-Dinger hier zum Beispiel. Das ist ganz gut. Wir gucken mal hier die Aufsätze. Oh, schön. Hier Kran. Holzladekran. Ritschenwagen. Koffer. Ja, der Serviceaufbau. Aufbau, selbst ein Tank kann eine Abschleppbühne, Auslegekran, das ist ganz gut. Pritsche. Der hat er sogar schon einmal. Da können wir Pritsche und Auslegekran machen. Ne? Der ist niedrig, cool, geil. Ja, den nehmen wir erstmal in unseren Fuhrpark mit auf. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, da werden wir ja, wir haben noch so viel auf der Karte zu tun. Bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht habe ich eine Idee. Also, wir haben Aufgaben ohne Ende. Das auf jeden Fall. Also, bis dann. Ciao.